Ja, hallo. Nachdem sich Kommentatoren auf Romans Kanal erblöden, zu sagen, wir brauchen immer zu lang, ich rede zu viel und selbstverliebt und komme nicht auf den Punkt, lassen wir das mit dem Intro heute kurz hingewiesen. Da ist die Sommertour 23 der SPÖ. Da könnt ihr euch selber eure Meinung bilden. Der Roman hat festgestellt, wir stehen vor einer Raiffeisenbank. Es ist diesmal nicht die Mutterfiliale mit der Generaldirektion, auf die wir angewiesen sind, um ein Video zu machen als Pressemenschen. Insofern dürfte das hier heute funktionieren. Der Grund ist, ich habe hier gerade Nettrechnungen bezahlt und möchte dem Österreicher, der ja quasi von mir immer als ein bisschen korrupt und vertrottelter Staatsbürger dargestellt wird, was ich ja wie gesagt in manchen Kommentaren, ich rede scheinbar zu viel, um auf den Punkt zu kommen, zu viel Information also. Ja gut, ich werde mich dem anpassen, wir werden es kurz machen. Alle, die sich immer fragen, warum ich dieses Land für eventuell etwas selbst abschaffend und unfähig halte, ich habe hier zwei Schreiben, ich werde beide kurz vorzeigen. Das eine ist ein Schreiben der Allianz Vorsorgekasse, eine Aktiengesellschaft, und da wird mir toll mitgeteilt, dass ich seit dem Stichtag 31.12.2019, wo ich eine Abfertigungsanwartschaft in Höhe von 28,62 hatte, jetzt 3 Jahre später zum Stichtag 31.12.22 ganze 37,14 Euro Anwartschaft hat. Der Roman darf das quasi doch kurz festhalten. Man muss da vielleicht doch noch festhalten, aufgrund der weltweit negativen Kapitalmarktentwicklungen in nahezu allen Anlagekategorien war 2022 leider ein insgesamt negatives Veranlagungsergebnis nicht zu vermeiden. Es wurden daher 22 auch keine Vermögensverwaltungskosten verrechnet. Also normalerweise verweise ich immer an Thomas Breit und Gerwin Nowetzke und an den Alexander Rauer als Quelle oder sonst was, aber dann würde ich wieder zu lang reden. Das überfordert unsere Seher und die Allgemeinbürger sowieso, deswegen lassen wir das. Gleichzeitig habe ich unter anderem gerade eingezahlt, wohlgemerkt auf so einem lustigen, Server ausgefüllten Erlagschein, weil die schicken keinen mehr mit. Einmal ein Schreiben, man sieht es hier schon, von der österreichischen Gesundheitskasse, also es geht da quasi um diese marod kranken Institutionen. Und auch die haben mir nett geschrieben. Und zwar haben die mir geschrieben, dass ich im Zeitraum, ich habe auch das zwecks dem Datenschutz geschwärzt, dass ich in dem Zeitraum vom 18. Jänner bis 18.04.23, also es geht da quasi um das Quartal März 23, einen Rückstand von 24,5 Euro hatte. Wohlgemerkt, dieser Rückstand ist entstanden durch mein zweites angemeldetes Arbeitsverhältnis, wo ich diese tolle Anwartschaft von 37 Euro irgendwas habe. Ja, liebe Leute, ihr seht also, in einem Quartal muss man 25 Euro nachzahlen, dafür kriegt man für ein ganzes Jahr dann eine Abfertigung von ein bisschen mehr. Ja. Unglaublich toll. Ich würde sagen, die Arbeit ist deswegen auch immer ein guter Grund, sich darauf auszureden, der Druck, warum man sich hat impfen lassen, warum man testen gegangen ist. Also ja, Arbeit bringt dem Bürger wirklich sehr viel in diesem Land. Während in der Schweiz, wie gesagt, eine Inflation von unter 3% herrscht, darf sich der geneigte Seher gerne fragen, warum in Österreich knapp 10% herrschen. Damit habe ich genug für heute geredet. Ich glaube, das Video hat jetzt schon wieder über 2 Minuten wegen dem Raiffeisen-Logo und der SPÖ-Werbung. Damit bin ich raus. Ein herzliches Eschowissen und danke fürs Schauen. Nebenbei, kurzer Nachsatz, wenn wir gerade bei einer Bank gestanden sind, nicht zu vergessen, der Fall Darian H. ist immer noch aktuell, da ist gerade einmal ein bisschen unter der Hälfte des Geldes zusammengekommen, vielleicht auch mal darüber nachdenken, warum das so schleppend geht in diesem harten Land, wo scheinbar keiner mehr Geld hat. Auch nicht für den Daria. Soweit, so gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Kurzvideo, weil lange mache ich nicht mehr. Die Seherschaft zerbockt's nicht. Baba. Ein paar Minuten bringe ich auch noch ein. Grüß euch, liebe Mitmenschen. Hallo John und Konsorten.
Ich habe auch wieder so einen schönen gelben Zettel. Das Bezirksgericht ruft mich. Exekutor hat mir auch zwei Briefe schon geschickt. Bald darf ich wieder einsitzen. Was da genau geht, sage ich euch dann, wenn ich den Zettel eingelöst habe. Aber wie gesagt, für mich bitte keine Spenden einzahlen. Ich gehe lieber ins Gefängnis. Wahrscheinlich, Inflation wird steigen, wenn ich nicht einzahle, aber da müssen wir durch. Dann bis später. Na, na.